12. Mai. Vom 11. Mai weiß ich nichts. Ich habe keine Erinnerung. Habe ich geschlafen oder nicht? Ich weiß es nicht. Magenschmerzen und ein saurer Geschmack im Mund weisen aber darauf hin, dass ich mich wohl etliche Male übergeben habe. Mein Spiegelbild ist mir fremd. Braune Augenringe um braune, ehemals blaue Augen. Braunes, nicht mehr blondes Haar. Ein braun gewordenes, zerknittertes Hemd, das mit mir im Fegefeuer war. Und eine noch brauner gewordene braune Hose, die den Atem der Teufel inhaliert hatte. Tränen rinnen aus meinem Spiegelbild. Heul nicht, du Feigling, schrei ich es an. Du hast nichts dagegen getan. Dein Recht auf Tränen hast du verwirkt. Auf dem Tisch liegt die Tageszeitung, die Bücherverbrennung ist das Thema. Allein in Berlin wohnten etwa 70.000, teils geistig Verirrte, teils Feiglinge wie ich, der schandhaften Aktion bei. Wegen des starken Regens konnten die Verbrennungen aber nicht überall, wo geplant, stattfinden. Das sollte selbstverständlich nachgeholt werden. Für den heutigen Abend ist Erlangen angekündigt. Der Kommissar für die württembergischen Studentenschaften untersagte Stuttgart und Tübingen die Teilnahme an der Aktion und hielt an seinem Verbot trotz der Proteste, die von einzelnen Studentenschaften in Berlin vorgebracht wurden, fest. Braver Mann. Im Feuilleton, als hätte es nichts damit zu tun, finde ich einen öffentlichen Brief, den der Schriftsteller Oskar Maria Graf abdrucken ließ, überschrieben mit »Verbrennt mich« und unterzeichnet mit »Alle anständigen Zeitungen werden um Abdruck dieses Briefes ersucht. Oskar Maria Graf«. Tränen überströmt und unendlich dankbar beende ich diese Lektüre. Im selben Moment klopft der Postbote einen Brief von Hans. Er verlasse Deutschland und hoffe, dass ich das auch tun werde. Ihm sei nach den fürchterlichen Ereignissen Heinrich Heine nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Er hoffe, ich möge mich richtig entscheiden und er wünsche mir aus tiefstem Herzen alles Gute. Deutschland verlassen? Würde ich das? Wollte ich das? So viele haben es schon getan, auch Tucholsky, schon vor Jahren, als ihm klar wurde, dass er mit der Schreibmaschine allein keine Katastrophe würde verhindern können, als ihm so vieles klar wurde. Vielleicht, Tucho, finde ich in deinen Schriften auch meine Antwort. Und wenn alles vorüber ist, wenn sich das alles totgelaufen hat, der Hordenwahnsinn, die Wonne in Massen aufzutreten, in Massen zu brüllen und in Gruppen Fahnen zu schwenken, wenn diese Zeitkrankheit vergangen ist, die die niedrigen Eigenschaften des Menschen zu Guten umlügt, wenn die Leute zwar nicht klüger, aber müde geworden sind, wenn alle Kämpfe um den Faschismus ausgekämpft und wenn die letzten freiheitlichen Emigranten dahingeschieden sind, dann wird es eines Tages wieder sehr modern werden, liberal zu sein. Dann wird einer kommen, der wird eine geradezu donnernde Entdeckung machen. Er wird den Einzelmenschen entdecken. Er wird sagen, es gibt einen Organismus, Mensch geheißen, und auf den kommt es an. Und ob der glücklich ist, das ist die Frage. Dass der frei ist, das ist das Ziel. Gruppen sind etwas Sekundäres.
Der Staat ist etwas Sekundäres. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, dass der Mensch lebe. Es kommt nicht darauf an, dass der Staat lebe. Dieser Mann, der so spricht, wird eine große Wirkung hervorrufen. Die Leute werden seiner These zujubeln und werden sagen, das ist ja ganz neu. Welch ein Mut, das haben wir noch nie gehört. Eine neue Epoche der Menschheit bricht an. Welch ein Genie haben wir unter uns, die neue Lehre. Und seine Bücher werden verkauft werden oder vielmehr die seiner Nachschreiber, denn der erste ist ja immer der Dumme. Und dann wird sich das auswirken und 100.000 schwarzer, brauner und roter Hemden werden in die Ecke fliegen und auf den Misthaufen und die Leute werden wieder Mut zu sich selber bekommen, ohne Mehrheitsbeschlüsse und ohne Angst vor dem Staat, vor dem sie gekuscht hatten wie geprügelte Hunde. Und das wird dann so lange gehen, bis eines Tages...